Servus, ich bin's, der Basti, stelle ich heute Star Wars X-Wing, das Miniaturenspiel vor. Ist bei Fantasy Flight 2012 erschienen und der Heidelberger Spieleverlag, der die Fantasy Flight Games hier in Deutschland vertreibt, hat nicht lange gewartet, hat gleich die deutsche Version nachgelegt. Und zwar seit der Messe in Essen ist es jetzt auf Deutsch erhältlich. Ich habe es hier eben auf Deutsch vorliegen und jetzt können wir das testen und wollen euch das einfach vorstellen. Thematisch geht es darum, wir kämpfen Rebellen gegen das Imperium und man hat so kleine Flugminiaturen, die gegeneinander antreten, richtig schön gemacht, schon mal vorweg gesagt, und man ja, hat hier so verschiedene Genres, die bedient werden. Es ist im Grunde ein Ameritrash-Spiel, wenn man es jetzt so einordnen möchte, hat ein bisschen was von Tabletops, ein paar Elemente mit drin, hat ein Sammelelement drin, das heißt, es ist so ein richtiges Sammelspiel auch, wenn man es zumindest ja richtig kompetitiv machen möchte. Hier in der Grundbox sind erstmal nur drei Miniaturen drin, eine vom Imperium, zwei vom Imperium und ein X-Wing von den Rebellen. Und das Ganze kann man dann einfach erweitern. Es ist ein Sammelspiel sozusagen und man kann sich weitere Miniaturen, weitere Module dazu kaufen. Und so wird es dann praktisch ja, immer größer. Hier in der Grundbox, wie gesagt, nur drei Flugzeuge mit dabei. Hier werden praktisch die Basisregeln und weitere Basisregeln vorgestellt. Man kann das zu zweit spielen, es ist hauptsächlich ein Zweispielerspiel, aber natürlich auch im Team, ist eine Teamvariante mit dabei, wo zwei gegen zwei spielen können oder noch mehr Leute, die dann eben die verschiedenen Schiffe separat steuern, aber trotzdem hat man zwei Fraktionen praktisch immer, Rebellen und Imperium. Ja, wir schauen uns das einfach jetzt mal an. Die Spielzeit soll so 30 bis 45 Minuten dauern. Ich habe hier aber nicht nur das Grundspiel vorliegen, sondern ich habe auch, also neben dem Rezensionsexemplar der Grundbox vom Heidelberger Spieleverlag, auch noch vom Cosim Shop, unserem Werbepartner, die alle verfügbaren, bisher verfügbaren Erweiterungen auf Deutsch eben mit dabei. Das sind praktisch weitere Miniaturen mit weiteren Karten, weiteren Tokens, die da einfach mitkommen, die notwendig sind dafür. Und ja, ich möchte euch jetzt einfach mal so das Spielprinzip erklären, wie funktioniert das Ganze. Ich stelle euch die Schiffe aus dem Grundspiel, aber auch ein bisschen aus der Erweiterung vor, zeige euch so ein paar Effekte. Man kann nicht alles erklären, aber ich denke, ich werde einen guten Einblick geben und dann am Ende sage ich euch natürlich, wie ich das Spiel finde und für wen das Spiel eigentlich so als Zielgruppe geeignet ist. Ich habe jetzt mal ein beliebiges Beispiel aufgebaut. So sieht es natürlich nicht von Anfang an aus, sondern zunächst stellt man sich seine Jägerstaffel zusammen und bestimmt dann seine Startformation in der Nähe des Randes des Spielfeldes, das sich auch dann nach der Punktezahl richtet, die man im Endeffekt, mit der man spielt. Denn wenn man seine Jägerstaffel zusammenstellt, so macht man einen Punktewert ab, den jede Fraktion einhalten muss, und dann sucht man sich wie in anderen LCGs oder in anderen Deckbauspielen oder Miniaturenspiele seine Sachen zusammen und muss eben auf den Punktewert achten. Ich habe zum Beispiel jetzt hier eine TIE Fighter Miniatur und da könnt ihr jetzt so einen publichen Piloten reinsetzen, der einen schlechten Pilotenwert hat, keine Spezialfunktion und an den ich auch keine Module anbringen kann, kostet 12 Punkte, wohingegen ich jetzt bei diesem Kreischläufer hier einen tollen Pilotenwert habe und auch schon eine Spezialfunktion und ich kann sogar ein Modul hier eben anbringen, kostet mich allerdings 18 Punkte. Habe ich jetzt also 100 Punkte ausgemacht, wären schon mal 18 Punkte von meinem Kapital, das ich im Spiel einsetzen kann, weg. Ja, und hat man sich jetzt entschieden, baut man dann einfach noch hier eine andere Basis drauf, die eben zu dem Piloten passt. Das sind dann hier betitelt, da sind nochmal die Grundwerte drauf. Und dann, wenn man das gemacht hat, kann man im Endeffekt losspielen. Zum Erklären einer Spielrunde habe ich jetzt mal ein simpleres Beispiel gewählt. Ich lasse hier Darth Vader gegen Luke Skywalker antreten. Weil wenn ich mich jetzt hier verspreche und habe 5 Miniaturen schon bewegt, das kriege ich nie wieder hin, deshalb jetzt einfach ein bisschen simpler gehalten. Und jetzt erkläre ich euch die Spielrunde. In einer Spielrunde gibt es eine Planungsphase. Jede Miniatur hat ein spezielles Rad, also hier TIE Advance, kann ich nur für den TIE Advance nutzen. Ich darf hier nicht das Rad für den TIE Fighter nutzen. Das gleiche hier, X-Wing fliegt anders als ein Y-Wing, deshalb darf ich auch hier nur das X-Wing-Rad benutzen. Ich stelle hier auf diesen Rädern meine Bewegung ein. So haben wir verschiedene Manöver. Die Zahl gibt die Reichweite an. Und mit dieser Reichweite sind praktisch hier solche Schablonen gemeint. Also jetzt 5 geradeaus würde ich diese Schablone nutzen. Fliege ich ja, leicht links 1, hätte ich diese Schablone hier, die ich nutzen könnte.
Und dann gibt es noch diesen Pfeil, der gibt eben genau die Richtung an, welche Schablone zu benutzen ist. Und auch haben diese Pfeile Farben. Grüne Manöver sind einfache Manöver, rote sind sehr schwierige. Hier bekommen die Piloten Stress, das heißt, sie kriegen einen dieser Stressmarker und den darf man erst ablegen, wenn man wieder ein einfaches Manöver fliegt, so dass sich der Pilot wieder entspannen kann. Wie gesagt, ich stelle jetzt diese Marker einfach mal oder diese Drehräder einfach mal ein in der Planungsphase und versuche jetzt, dass wir mich gut zu positionieren. Der TIE Advance fliegt so, eher so. Das legt man dann dazu. Wenn man mehr Schiffe hat, natürlich mehr. Und dann kommt im Endeffekt die Aktivierungsphase. In der Aktivierungsphase wird es praktisch geflogen und eine Aktion durchgeführt, sofern man denn kann. Die Reihenfolge bestimmt sich nach dem Pilotenwert. Der X-Wing fliegt zuerst, der hat den niedrigeren. Das heißt, je niedriger, desto früher fliegt derjenige Pilot. Und Luke Skywalker macht jetzt hier ganz leicht nach links. Hier habe ich so zwei Nippel an der Basis, da lege ich die Schablone an und ich setze einfach hinten wieder dran. Da sind auch solche Nippel dran, sodass ich jetzt hier genau meine Position bestimmen kann. Und jetzt dürfte er eine Aktion durchführen. Er entscheidet sich hier für die Zielerfassung. Zielerfassung bedeutet, er nimmt ein Schiff in seine Reichweite und erfasst es als Ziel, was ihm später im Kampf dann Vorteile bringt. Er hätte jetzt auch hier, weil es kann, einen Fokusmarker nehmen können. Hier kann man dann Würfel praktisch modifizieren im Falle eines Angriffs oder im Falle der Verteidigung. Aber er entscheidet sich jetzt mal für die Zielerfassung. Darth Vader, der fliegt anders. Der fliegt jetzt hier ein sehr schwieriges Manöver, also einen U-Turn mit der Reichweite 4. Und dann nimmt er sich die 4er Schablone, legt sie auch wieder zwischen den Nippeln an. So, fliegt hier lang und dreht sich dabei. Das heißt, er kommt jetzt praktisch von hinten, aber er hat jetzt hier Stress und darf deshalb keine Aktion durchführen. Er darf auch kein weiteres rotes Manöver mehr fliegen, wenn er nicht vorher ein grünes geflogen hat und dieser Stressmarker wieder entfernt wurde. Hätte er jetzt praktisch die Möglichkeit, eine Aktion zu wählen, dann hätte er hier zum Beispiel einen Spezialeffekt. Er dürfte zwei Aktionen wählen. Da könnte er zum Beispiel jetzt meinetwegen einen Ausweichtoken nehmen oder auch einen Fokusmarker nehmen. Er kann auch die Zielerfassung machen oder er kann eine Fassrolle durchführen. Es ist so ein Flugmanöver, dass ich mit der Einzelschablone fliegen kann. Ich lege das hier vorne an der Miniatur an, dann dreht sie sich praktisch in einer Fassrolle und landet dann so. So kann man sich oft noch aus der Schussbahn bringen, falls man mal ungünstig steht. Aber jetzt legen wir es mal wieder zurück. Er hat keine Aktion frei und kann deshalb hier diese auch nicht einsetzen. Okay, und jetzt kommt es praktisch schon zur Kampfphase. In der Kampfphase wird einfach geguckt. Jedes Schiff hat hier so ein, ja, praktisch einen Radius, in dem es schießen kann. Und von da aus legt man dann praktisch die Schablone an. Also hier Luke Skywalker kann hier anlegen. Also er würde Darth Vader hier nicht erwischen. Er kann ja nicht hier so um die Ecke schießen. Deshalb kann er hier keinen Schuss abgeben. Darth Vader allerdings hat ihn genau im Visier. Und zwar nimmt man immer den kürzesten Weg von der Basis des Angreifers zur Basis des Verteidigers oder des Angegriffenen und dann legt man die so an und schaut, welche Reichweite ist denn hier jetzt drin. Hat man Reichweite 3, so kriegt der Verteidiger einen Verteidigungswürfel mehr und hat man Reichweite 1, so wie jetzt hier, kriegt der Angreifer 2 Angriffswürfel mehr. Das heißt, er hat hier Angriffswert 2 und darf sich einen roten Würfel jetzt mehr nehmen und jetzt beginnt praktisch die Angriffsphase. Er würfelt und jetzt haben wir hier verschiedene Symbole. Wir haben hier einen kritischen Treffer, einen normalen Treffer und wir haben hier so ein Fokusauge. Es gibt auch Blankseiten oder eben beim Angriffswürfel nicht, noch hier Ausweichsymbole. So, hätte er jetzt einen Fokusmarker gehabt, hätte er jetzt diesen einsetzen können, um dieses Auge hier auch zu einem Treffer machen zu können. Gut, so ist es jetzt eben dabei geblieben. Und jetzt kommt eben der Verteidiger.
Der X-Wing hat hier Verteidigung 2, darf praktisch zwei Würfel nehmen und hat zwei Ausweichensymbole und kommt praktisch dem Angriff davon. So, wäre es jetzt so gewesen, dass hier drei Treffer gewesen wären, hätte er den ersten abgeblockt, den zweiten auch. Und zwar gehen diese erstmal auf die normalen Treffer und dann hätte der X-Wing einen kritischen Treffer abbekommen. Wäre in dem Fall jetzt noch nicht schlimm gewesen, denn dieser kritische Treffer geht erstmal aufs Schild. Hat der aber kein Schild mehr, dann werden hier solche Trefferkarten verteilt. Für jeden normalen Treffer spielt man hier einfach eine Karte, das heißt einmal getroffen. Die Hülle ist praktisch jetzt hier mit 3 angegeben, ist wäre praktisch um 1 reduziert und ist ein Schiff praktisch auf 0, ist es kaputt. So, jetzt gibt es aber die kritischen Treffer und zwar, wenn die durchkommen, zieht man nicht nur diese Karte, sondern man dreht sie auch rum und hier haben wir jetzt verschiedene Sachen, zum Beispiel hier Schiff. Diese Karte zählt wie 2 Schaden und hätte es jetzt schon einen Schaden gehabt, nochmal 2 Schaden, wäre das Schiff kaputt. Es gibt aber auch noch andere böse Sachen, zum Beispiel, dass man sein Schiff nicht mehr richtig steuern kann. Ja, oder dass man Karten ablegen muss, also solche Ausrüstungskarten, mit denen man sein Schiff bestückt hat. Also es gibt ganz verschiedene Sachen, ganz fiese Sachen. Und die sind wirklich nicht schön. Also kritische Treffer möchte man, wenn möglich, vermeiden. Zumal auch hier ein doppelter Schaden dabei rauskommen kann. Okay. Hätte der Verteidiger jetzt einen Fokusmarker gehabt, hätte er alle Augen, die er gewürfelt hätte, auch zu Ausweichsymbolen umwandeln können. Dafür kann man diese Fokusmarker ausgeben. Also als Angreifer, um Würfel zu modifizieren, oder als Verteidiger, um Würfel zu modifizieren. So, der Angriff, habe ich jetzt nicht erwähnt, richtet sich auch wieder nach dem Pilotenwert. Es ist aber diesmal umgekehrt, nicht der mit dem geringeren Wert fängt an, sondern der mit dem höchsten Wert fängt an und darf zuerst schießen. Er kann praktisch ein Schiff auslöschen, bevor es selbst schießen kann. Und das ist eben der Vorteil eines hohen Pilotenwertes. Ja, dann hat man ja noch diesen Marker, den man hätte wählen können. Wenn man den ausgibt, dann kann man eben praktisch wie bei einem gewürfelten Symbol einen Treffer einfach automatisch negieren. Okay. Bei der Zielerfassung wäre es jetzt so gewesen, sobald Darth Vader hier in den Radius oder ins Schussfeld des X-Wings kommt, darf hier der X-Wing die Reichweite bestimmen, würfelt die Würfel, die er würfeln darf und darf dann praktisch seine Würfel nochmal würfeln, wenn er diese Zielerfassung abgibt. Das ist praktisch nochmal richtige Verstärkung. Für manche dieser Sekundärwaffen, die es hier gibt, das sind also so Karten wie zum Beispiel die Protonentorpedos, muss man eine Zielerfassung abgeben. Also die spielt man dann nicht im Kampf, sondern die gibt man einfach für den Protonentorpedo aus, um praktisch hier einen ja, 4 Würfel würfeln zu dürfen, wobei der X-Wing sonst nur 3 hätte. Man braucht aber hier auch noch bestimmte Reichweite, aber es steht dann alles drauf und man kann hier dann auch noch andere Effekte durchführen, muss man sich eben durchlesen. Okay, das war jetzt so der Kampf und dann findet eben noch die Endphase statt. Alle übrig gebliebenen Marker nimmt man einfach zurück und dann wird geguckt, ist ein Schiff ausgelöscht oder hat ein Spieler gewonnen und Karteneffekte mit dem Effekt Endphase treten nochmal in Kraft und dann geht es einfach in die neue Spielrunde. Und das Ganze geht jetzt eben so lange, bis eine der beiden Seiten komplett eliminiert ist, bis alle Schiffe ausgelöscht sind oder wenn man Missionen spielt, wenn man sein Missionsziel erfüllt hat. So, und jetzt zeige ich euch, was es noch so alles ein bisschen gibt. Man hat zum Beispiel hier auf dem Spielfeld solche Asteroiden, die man auslegen kann. Die können die Sichtlinie blockieren oder auch die Bewegung einschränken. Landet man zum Beispiel genau drauf, dann muss man zum Beispiel auch einen Schaden sich oder mit einem Würfel würfeln, ob man Schaden bekommt. Und dann darf man auch nicht feuern oder Aktionen durchführen. Ansonsten fliegt man drüber oder drunter hinweg. Bei den Miniaturen das Gleiche. Also wenn die Flugbahnen durcheinander oder übereinander hinweg oder untereinander durchgehen, dann ist das kein Problem. Sollte aber praktisch jetzt eine Miniatur an eine andere andocken, also wo sich die Basen dann berühren, zum Beispiel hier müsste man die ja so aufeinander stellen, dann wird es nicht gemacht, sondern das Schiff muss so weit zurück und
die Nippel auch wieder auf dieser Schablone bleiben, dass sie sich eben nur noch hier berühren. Und in dem Fall wäre es eben so, dass diese beiden Schiffe, die sich jetzt berühren, nicht aufeinander schießen können. Zwar noch auf andere Schiffe, aber nicht mehr so. Und sie dürfen auch in der Aktionsphase keine Aktion durchführen. Im Falle von gleichen Miniaturen haben wir dann auch noch hier solche Marker dabei. Man kann praktisch dann auch einfach genau zuordnen. Also die steckt man dann hier mit dran. Zum Beispiel, das ist jetzt die 8. So kann man die praktisch unterscheiden von einem TIE Fighter hier mit der Nummer 9. Und somit hat man dann auch das Problem nicht, dass man die vielleicht irgendwie verwechseln könnte. Das war jetzt Star Wars X-Wing, das Miniaturenspiel, zumindest im groben Überblick. Bevor ich jetzt aber zum Fazit komme, möchte ich erst nochmal ein Dankeschön sagen. Erstmal an den Heidelberger Spielverlag für das Rezensionsexemplar der Grundbox und dann nochmal dem Cosim Shop, unserem Werbepartner, der uns zusätzlich nochmal die sämtlichen Erweiterungen, die es jetzt so gibt, nochmal extra zur Verfügung gestellt hat, sodass wir einfach das in der größeren Breite testen konnten und einfach mehr testen konnten, als jetzt nur hier eben das Grundspiel und schon mal so ein bisschen Blick in die Zukunft werfen konnten, wie das Ganze dann vom Grundspiel weg aussieht. Also da könnt ihr einfach mal auf den Link auf unserer Homepage unter dem Video mal gucken und euch mal den Cosim-Shop anschauen, wenn ihr da noch nicht wart. Okay, gut, dann fangen wir jetzt mit dem Material an. Muss ich eigentlich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die sind Miniaturen schon einfach hammermäßig aus, richtig gut, richtig realistisch, einfach schon vorbemalt. Ich muss hier nichts tun, dass das irgendwie schicker aussieht. Das ist so wie aus der Box, richtig cool gemacht, trägt dann auch einfach zur Atmosphäre und zum Thema bei. Also das unterstützt das Thema wirklich enorm. Von den restlichen Komponenten ist auch alles gewohnte Fantasy Flight Qualität oder eben Heidelberger Qualität. Da wird man keine bösen Überraschungen erleben. Einziges Manko sind hier diese wenigen Würfel. 3 von jeder Sorte sind glatt ein bisschen witzig, weil man ganz schnell mehr braucht und dann muss man hier Würfel neu würfeln und da steht in der Regel, ja, dann schreiben sie die Ergebnisse auf. Also, wieso kann man da nicht 2 Würfel mehr reinpacken? Man kann die jetzt zwar dazu kaufen, aber dann kaufe ich es doch lieber gleich mehr mit in der Grundbox. Also verstehe ich nicht ganz. Ja, das Zweite, was auf einen zukommen wird, ist, dass hier kein ordentliches Aufbewahrungssystem mit dabei ist, gerade wenn man auch noch mehr hat als das Grundspiel. Aber schon beim Grundspiel wird es irgendwie kritisch, denn diese Miniaturen sollen ja möglichst nicht kaputt gehen, die sollen ja lange schön ausschauen. Und dann wird man auf dem, ja, um die Anschaffung eines anderen Behältnisses nicht drumherum kommen. Ich habe zum Beispiel so ein Köfferchen mit Fächern, wo ich dann hier alles schön verstauen kann, sodass nichts kaputt geht. Also das sollte man sich dann vielleicht auch dazu noch anschaffen. Das wird vielleicht auch auf einen zukommen. Oder man stellt es in Vitrine, aber ich sag mal, der Spieler wie ich, der so viel hat, wird es dann trotzdem irgendwie im Schrank aufbewahren oder im Regal. Ja. Gut. Dann kommen wir zum spielerischen, erstmal zum thematischen Umsetzung. Also das ist wirklich auch wirklich nicht nur von der Optik her absolut gelungen, sondern auch von dem, was man im Spiel tut. Man versucht hier sich gegenseitig auszumanövrieren, man versucht den anderen in die Bredouille zu bringen, man klebt sich oft so im Flugkampf hinten ans Heck ran, versucht nicht in das Sichtfeld anderer Kämpfer zu geraten oder anderer Fighter, sondern versucht möglichst ja zu schießen, aber nicht beschossen werden zu können und das ist wirklich cool, man kann Fassrollen machen, man muss um Asteroiden herumsteuern, das ist wirklich einfach thematisch und trifft das Ganze sehr gut. Dann hat man auch noch die bekannten Charaktere aus den Filmen und aus den Büchern, also Luke Skywalker, Darth Vader ist ja alles hier geboten, wirklich also sehr starkes Thema und ich denke absolut was für Star Wars Fans und auch für solche, die es werden wollen. Gut, jetzt gucken wir uns das Spielerische mal an und das ist für mich jetzt so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also man sollte jetzt wirklich auch genau hinhören, was ich sage. Ich bin jetzt nicht der Oberguru, aber ich denke, man muss schon genau überlegen, in welche Zielgruppe falle ich jetzt hier rein. Das Spiel ist vom Grund auf sehr, sehr simpel. Also diese Grundversion ohne Effekte, ohne Spezialfunktionen und so weiter, die habe ich wirklich in 5 Minuten erklärt. Ich hatte einen Freund da, gesagt, pass auf, da macht man das, das, das und nach 5 Minuten kann man losspielen. Und das ist cool, also toll. Und dann nimmt man halt so nach und nach in der zweiten Partie einfach noch mehr dazu und dann ist man ganz schnell beim vollständigen Spiel. Ja, trotzdem ist es dann relativ simpel. Einmal hat hier wenig strategische Möglichkeiten. Es ist rein taktisch, man überlegt, man versucht
psychologisch den anderen ein bisschen zu antizipieren, was tut er, was hat er vor. Er hat vielleicht nur 2, 3 Möglichkeiten, die sinnvoll für ihn sind, sonst kommt er irgendwie in blöde Situationen rein. Und dann versucht man herauszufinden, ja, wie fliegt er denn jetzt? Fliegt er jetzt so, wie ich es erwarte? Oder fliegt er eben gerade deswegen nicht so? Oder fliegt er gerade, weil ich es erwarte? Oder weil ich es nicht erwarte, dass er das Offensichtliche macht, das Offensichtliche. Also das sind halt so diese, ja, dieses Outguessing nennt man es auf Englisch. Das ist halt so das tragende Element. Dann hat man halt noch einen hohen Glücksfaktor durch die Würfel, die man zwar noch modifizieren kann, aber wo trotzdem einfach immer sehr guter Schuss Glück mit dabei ist. Und ja, von dem, was man hier wirklich tun kann, selbst diese Spezialeffekte sind nicht sehr komplex oder irgendwie ja so, dass man sich da erst reinarbeiten muss, sondern das kann man einfach von der Hand weg spielen. Wenn man es einmal durchgelesen hat, denke ich, bleiben da keine Fragen offen. Was interessant ist natürlich vom Strategischen her, also jetzt das Taktische auf dem Spielfeld mal beiseite, ist natürlich, wie stelle ich meine Jägerstaffel zusammen? Wie kombiniere ich Schiffe, nämlich starke Piloten, nämlich schwache Piloten, welche Waffen, welche Systeme baue ich ein, baue ich einen Druiden ein? Also diese Überlegungen hat man am Anfang und das ist dann wirklich auch, denke ich, das Interessanteste an dem ganzen Spiel. Was auf dem Spielfeld passiert, ist dann oft schon irgendwie gleich und wiederholt sich so ein bisschen. Gerade eben auch, wenn man nur diese Grundbox besitzt, ist es schon sehr wenig. Und da wird selbst, denke ich mal, der Otto-Normalspieler sehr schnell sagen, also das reicht mir ziemlich schnell nicht mehr aus. Und dann sollten wir vielleicht dann trotzdem hier die Erweiterungen dazu kaufen. Und das ist halt jetzt die nächste Sache. Ich bin überzeugt, das reicht eigentlich. Man braucht mehr und man braucht vielleicht auch sogar noch mehr, wie ihr jetzt hier vor mir stehen seht. Denn selbst die neuen Schiffe bringen zwar ein bisschen was Neues rein, aber im Grunde tun die auch nicht viel anderes, die Effekte und so weiter. Und es ist nicht sehr viel Neues, es ist halt dann einfach mehr. Und man hat mehr Schiffe, das ist toll, man hat mehr zur Auswahl, mehr Kombinationsmöglichkeiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass das sagt, oh, mit dieser Erweiterung hebt es das Spiel auf ein ganz neues Level. Also das, so ist es nicht. Ich denke, jetzt die neue Welle, die jetzt kommt mit den neuen Erweiterungen, die bringt nochmal einiges Neues mit sich. Und ich glaube dann, wenn die so abgeschlossen oder raus ist, dann hat man so wirklich, wo man sagt, so ein Grundstock, mit dem man wirklich richtig gut spielen kann, kompetitiv spielen kann. Wer das jetzt nicht ständig spielen möchte, der kommt sicherlich auch damit aus, aber es muss einfach mehr als die Grundbox sein und da muss man natürlich schon erstmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das muss man sich einfach, damit muss man rechnen. Und ja, von daher ist es halt so die Frage, braucht man das dann, möchte man das unbedingt haben oder eben nicht, gerade weil es halt auch so simpel ist. Das simple Spiel ist an sich, finde ich, absolut cool, denn ich habe selber nicht die Riesenerfahrung jetzt mit diesen Miniaturenspielen und konnte da relativ schnell einsteigen. Es ist wirklich die Regel sehr gut beschrieben, also wirklich mit Querverweisen, wo man wirklich alles nachschlagen kann, man findet alles. Das ist echt richtig toll gemacht und man kommt hier super rein und ich denke, gerade für Leute, die so wie ich hier nicht so viel Erfahrung haben, die können da wirklich auch mal einfach reinschnuppern in diese Miniaturenspiele, in diese Sammelspiele, weil auch das Zusammenstellen dieser Flotte hier ist jetzt wirklich nicht komplex oder irgendwie sehr, man muss nicht viel wissen. Es sind ein paar Regeln, an denen man sich halten muss. Und dann ist es ganz schnell gelernt, wie man das macht. Also echt cool. Ja, aber ich denke mal jetzt so von der Zielgruppe ist es absolut nichts für, sag ich mal, so Hardcore-Tabletop-Spieler oder für Leute, die sehr viel Erfahrung mit Ameritrash oder was es halt alles so gibt. Ich weiß ja gar nicht, in welche Kategorie ich das Spiel hier irgendwie reinpacken soll. Aber Leute, die da sehr viel sich auskennen, solche Regelwerke wälzen und bei Wargames solche Tabellen sich anschauen und durchgehen, für die ist das hier einfach, denke ich, schon zu simpel. Und ein weiterer Aspekt ist, dass das vielleicht ein bisschen zu ungenau ist vom Handling her, denn man hat ja diese Flugkurven, die man anlegen muss. Wenn da jetzt ein Schiff im Weg ist, muss man das so ein bisschen Pi mal Daumen machen oder das Schiff eben wegheben und dann dauert es halt so lange und ich weiß nicht, das ist dann vielleicht für jemanden, der da sehr pedantisch ist und der sehr viel Wert auf Genauigkeit und Exaktheit legt, vielleicht nicht das Nonplusultra. Aber ich denke, für Leute, die da neu reinschnuppern, die einfach Spaß haben wollen mit einem Miniaturenspiel, die können da echt zugreifen und haben da viel Spaß dabei. Man kann das zum Beispiel in der Grundversion, unser Freund der Wolfi hier bei Spielama, der hat ein kleines Kind und es ist 6 Jahre alt und der spielt dieses Spiel in der Grundversion. Und das ist ja auch cool, dass das so simpel ist im Endeffekt. Es steht zwar 14 Jahre plus drauf, aber die Grundversion ist wirklich so simpel, dass man das mit seinem 6-Jährigen spielen kann, wenn er das ein bisschen gelernt hat. Und ist doch cool. Also finde ich toll. Also
passt einfach gut in die Zielgruppe. Ich schnupper mal rein in diese Spiele. Ja. Ja, das ist jetzt so mein Fazit, was halt jetzt auch noch ein bisschen blöd ist, dass zum Beispiel bei der Grundbox hier nur ein Kartensatz dabei ist, weil manche Gegenstände sind vielleicht nur einmal da und dann, wenn jeder die nutzen will, dann muss man die Karte so entweder in die Mitte legen oder sich aufschreiben, dass ich diesen Effekt habe. Wie soll man das lösen zufriedenstellen? Das ist einfach nicht so toll. Da hätte ich lieber zwei Kartensätze hier drin gesehen, für jeden Spieler eins. Wäre besser gewesen. So muss man sich, wenn man das wirklich optimal oder richtig schön haben will, wieder zwei Spiele kaufen. Und ich denke, vielleicht ist es so einfach auch gedacht, dass ich dann ein Spieler Grundbox kauft, der andere auch die Grundbox. Und dann stellt sich jeder so seine Jägerstaffel zusammen. Vielleicht der eine Imperium, der andere Rebellen. Und ja, das denke ich, ist dann schon so ein bisschen das, was dahinter steckt. Also das soll ein Sammelspiel sein, das soll auch irgendwie Geld generieren für den Verlag und das soll auch anregend sein. Aber ich muss sagen, trotzdem, für die Qualität, was man hier bekommt an den Miniaturen, ist es wirklich vom Preis her angemessen. Also da kann man nicht meckern. Also da gibt es wirklich deutlich teurere Miniaturenspiele und so ist es noch wirklich im erschwinglichen Rahmen und man muss halt dann eben ein paar Abstriche machen, wie jetzt hier mit den Würfeln oder dass nur ein Kartensatz dabei ist. Okay, also ich hoffe, das hat euch jetzt einfach hier weitergeholfen. Ich kann es für die Zielgruppe Einsteiger absolut empfehlen, für die, die sehr viel Erfahrung haben, spielerisch vielleicht eher uninteressant, aber vielleicht stehen die ja trotzdem auf Star Wars und wollen ein lockeres Miniaturenspiel, dann können die natürlich auch zugreifen. Also das ist jetzt so mein abschließendes Resümee. Ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß bei Spielama, gerade ist in der Weihnachtszeit. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Servus.